Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Welcher andere? Also ich meine, wir wissen es, aber Shepard weiß es nicht. Ich muss wissen, wie Nihilus gestorben ist. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist, scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geth. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Aha. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Aha. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Dann wollen wir doch mal gucken. Cole hat ihn erwähnt. Sie sind Coles Kontakt hier in den Docks. Für den Schmugglerring. Was? Nein! Ich meine, was macht es noch für einen Unterschied? Okay, ich bin also Schmuggler. Na und? Mein Vorarbeiter ist tot. Die komplette Crew ist tot. Es ist doch jetzt sowieso alles egal, oder nicht? Haben Sie hier in der Nähe was versteckt, das wir gegen die Geth einsetzen könnten? Letzte Woche kam eine Ladung Granaten. Niemandem fällt es auf, wenn bei einer großen Militärlieferung ein paar Teile fehlen. Sie habgieriger Dreckskerl! Wir sind hier, um Ihren erbärmlichen Hintern zu schützen. Und das Einzige, woran Sie denken, ist, wie Sie uns abzocken können? Ich hätte nie gedacht, dass Sie diese Granaten wirklich brauchen. Wer sollte schon Eden Prime angreifen? Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Woher hätte ich das wissen sollen? Geben Sie mir einfach die Granaten. Sie gehören Ihnen. Nehmen Sie sie. Meine Schmugglertage sind vorbei. Das schwöre ich. Eine Menge Marines sind hier gestorben, Paul. Diese Granaten hätten nützlich sein können. An Ihrer Stelle würde ich mir überlegen, wie ich das wieder gut machen kann. Ja, okay. Ich habe was anderes, das ich zurückgelegt hatte. Könnte ein Vermögen wert sein. Experimentaltechnologie. Hypermodern. Nehmen Sie sie. Ich brauche sie nicht. Ich wollte wirklich nicht, dass jemand verletzt wird. Tut mir leid. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Sprengstoff, aha. Okay, da kommt irgendwas an.
Granatwerfer. Sprengstoff. Ja, sieht gut aus. Hochexplosionssprengstoff. Sprengstoff 1. Hochexplosionsgranaten sind so verändert, dass sie höchsten Explosionsradius und maximale Durchschlagskraft bieten. Plus 10% Schaden, plus 50 cm Radius und 10% Waffenwirkung. Nehmen wir einfach mal, würde ich sagen, ne? Sicher an. So, da sind auf jeden Fall noch zwei Geth. Ich guck mal gerade. Hier ist erstmal noch ein Medizinkit. Einmal Medigel, dankeschön. Da hinten liegt ein Upgrade-Kit, aber im Feuer. Mal gucken. So. Da gab es gerade Munitions-Upgrade. Hammer, Waffenwirkung. Reißer gegen organische Ziele. Und Phasenmunition. So, dann laden wir mal bei Ashley den Hammer ein. Okay, so. Dann kümmern wir uns mal um die Gäste, die da hinten rumkrauchen. Kann ich eigentlich mittlerweile jetzt hier... Hier kann ich immer noch nicht setzen. Heilung einsetzen, ist ja unverschämt. So. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie gut wir hier mit umgehen können. Oh, 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 oh. Geht eigentlich relativ gut, muss ich mal so sagen. So, auch wenn wir gerade hier ein bisschen unter Lebensenergiemangel leiden. So. Stürmen wir mal voran und reichen das andere Ende, das ist ein Medizinkit, das ist gut, dann können wir nämlich gleich nochmal ein Medipack benutzen hier. Medizingel 0, hä? Die Anzeige war gerade etwas verwirrend, ich gucke mal, ob wir im Codex was Neues haben, haben wir nicht. Sind wir vielleicht aufgestiegen, auch nicht, wie viel fehlt uns denn noch? Ach, zwei Kills noch oder so. Dann rücken wir einfach mal weiter vor, bis ans Ende dieses Frachtzuges hier. Und fahren dann rüber. So, auf geht's. Und da haben wir einen kleinen Ladebildschirm und es geht los. Ach, da fehlt nur so ein kleines Stück, okay. Setzt die Ladungen, zerstört die ganze Kolonie, hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Saren. Also ich benutze Saren statt Saren, da ich irgendwie das Englische gewohnt bin. Die Ladungen, nein, Sprengstoff, oh Gott. Und
Wir kommen an und müssen die jetzt, glaube ich, wahrscheinlich entschärfen. Und ein kleines bisschen gespoilert habe ich, glaube ich, gerade diese Aussage. So. Feindgesichtet. Sprengladung. Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo. Wir müssen alle finden und deaktivieren. Okay, wir haben 5 Minuten dafür. Das, finde ich, ist noch eine faire Zeit. Das Schild. Ah. Aua. Okay. Hinten war gerade noch einer. Okay. So. Dann rücken wir dem mal zu Leibe. Okay, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe hier. So, ist hier eine Sprengladung? Ja, wunderbar, okay. Schnell das Ding entschärfen. 2 brauchen wir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das ist ganz gut. Ich schaue nochmal, ob hier drüben noch was ist. Da scheint nichts mehr zu sein. Wir sind ja da vorhin gerade an den Sprengladungen schon vorbeigekommen. Dann können wir die auch einfach mal benutzen. So, hier ist die nächste. Zweieinhalb Minuten haben wir noch. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Die Frage ist nur, wo ist die dritte? Da hinten irgendwo, okay. So, da ist die dritte, sag ich schon, die vierte. Das ist sehr gut. Okay. Ziele überprüfen. Es könnten unsere Leute sein. Ein Sturmgewehr, Präzisionsgewehr und eine leichte Rüstung. So. Ich habe doch vorhin hier noch rote Punkte gesehen, genau. Da rennt erstmal so ein Guest rum. Oh. Ein Erfolg gab's. Was für ein Erfolg? Es gab auf jeden Fall ein Level-Up, das ist viel wichtiger. So, Präzisionsgewehr freischalten, jawohl, und gleich erstmal direkt einen Punkt drauflegen und den anderen auf, ja, weiß ich nicht, Infiltrator? Nö, Panzerung, so. Frau Alenko, ach Quatsch, Caden Alenko, Herr Alenko, Da. Was nehmen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Werfen. Und erste Hilfe. In der Hoffnung, dass ich das irgendwann mal einsetzen kann. Und Ashley bekommt einen auf Sturmgewehr. Sturmangriffstraining. Macht mehr Waffenschaden und Nahkampfschaden. Aber Waffenschaden ist gut. So. Okay. Wir sind irgendwie angeschlagen. Aber mir scheint, das wären hier keine Gegner mehr. Es wäre schön, wenn wir uns irgendwie heilen könnten. Also,
Ja, erste Hilfe und so, ne? So, dann gucken wir uns mal hier nochmal um. Da hinten ist erstmal noch ein Technik-Kit. Gehärtetes Gewebe, Rüstungsupgrade und Brandsprengsatz. Okay, für Granaten. Ist ein bisschen was anderes. Sammeln erstmal hier unten alles ein. Ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass hier noch mehr ist. Bevor ich vor allen Dingen da den proteanischen Sender benutze, sammeln wir erstmal, wie gesagt, alles ein. So, leichten Spind mit einer leichten Dechiffrierung. Wo kommen wir hier durch? Hier kommen wir durch. Zack. Wunderschön. Pistole und Schrotflinte nehmen wir alles mit. XP gab es auch. Wie schön ist das? So, ich pack mal die Waffe weg. Scheint so, jetzt wären wir hier jetzt durch. Was haben wir da? Noch ein Spind. Okay, so, mach mal ein bisschen hin hier. Eins, zwei. Und sobald der da vorbei ist, kommen wir durch. Zack. Waffenupgrade, verbessertes Visier. Und diese Reißermunition haben wir jetzt aber auch zu Genüge. Aber vielleicht brauchen wir die noch, wenn wir gegen Menschen kämpfen, ne? Oder Turianer oder Kurianer oder alles, was irgendwie nicht synthetisch ist. So. Hier haben wir alles erledigt. Das haben wir auch gemacht. Wir sind fast schon Stufe 5 und ordentlich vorbildlich sind wir auch. Dann schauen wir nochmal durch. Shepard, der braucht ja einmal Präzisionsgewehr, können wir jetzt benutzen, und die Pistole. Wir haben die Stinger 2, und ich glaube, dadurch, dass die Level 2 ist, ist alles andere schlechter. Präzisionsgewehr, den Hammer haben wir ausgerüstet. Der Avenger ist, macht weniger Schaden, aber hat mehr Präzision. Lassen wir also bleiben das Ganze. Granaten-Upgrade haben wir, ja, Brandsprengsatz und Sprengstoff. Wir lassen das Sprengstoff-Ding mal drin. Blue Wire haben wir nicht. Rüstung. Wir haben noch eine Hydra-Rüstung gefunden. Die ist schlechter. Die Schwere können wir nicht benutzen. Aber wir haben noch ein Rüstungs-Upgrade. Gehärtetes Gewebe, genau. Das setzen wir mal ein. Und bei Ashley Williams, die kann den Explorer auch nicht benutzen, ne? Oder doch? Ne, kann sie nicht. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Dann setzen wir ihr hier die Servogelenke ein. So. Und Caden, kann der was davon benutzen? Der kann die Hydra nutzen. Aber die Hydra hat ja genau das gleiche wie die Onyx, oder? Außer, dass sie anders heißt. Ansonsten alles gleich. Seltsam. So, wir können auch mal nach den Waffen gucken. Ashley, Sturmgewehre. Der Banshee, den haben wir ausgerüstet. Der Lancer ist schlechter. Alenko. Ja. Striker hat er schon. Schrot finden. Shimta und Hurricane. Brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Sehe keiner. So, dann geht's hier weiter mit dem proteanischen Sender. Und ich kann mich zurücklehnen. So, gerade am Anfang weiß ich noch, was passiert. Später wird es dann kritisch. Normandy, der Sender ist sicher. Er bietet sofortige Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Sehr schön. Wir haben
haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden.